Nach 4 Siegen steht die Frankfurter Eintracht vorm Gruppensieg in der Europa League. Dazu braucht es vielleicht noch einen Sieg morgen gegen Olympique Marseille. Es geht um 1 Million Prämie von der UEFA für den Gruppensieg und es geht um 570.000 Euro für den Erfolg überhaupt. Das heißt, es geht um viel Geld und um sportlichen Ruhm für die Eintracht. Es ist schon beeindruckend, dass man in dieser sehr schweren Gruppe nach 4 Spieltagen schon qualifiziert ist. Wir wollen natürlich wieder vor ausverkauftem Haus den Zuschauern ein gutes Spiel machen, zeigen, dass wir den 5. Sieg, wenn es möglich ist, einfahren können. Die Frage wird sein, wie sich Olympique Marseille hier präsentieren wird, mit welcher Mannschaft dass sie kommen, weil sie doch ausgeschieden sind und am Sonntag auch wieder ein wichtiges Heimspiel haben. Deswegen, wir versuchen auch im fünften Spiel zu gewinnen. Auch wenn die Eintracht sicherlich nicht mit voller Kapelle spielen wird gegen Olympique Marseille, wird sie unbedingt auf Sieg spielen. Denn Trainer Adi Hütter will den Lauf seiner Mannschaft fortsetzen. Und er sagt ganz klar, wenn uns einer schlagen will, dann muss er richtig gut spielen, denn wir haben eine ganz starke Mannschaft. Je pense que en tant qu'attaquant dans cette équipe et surtout en jouant avec Ante et Luca, ja, also ich denke, wir alle drei als Angreifer, wir haben jetzt eine große, wichtige Rolle für die Mannschaft. Es liegt auch am Trainer, der uns das ganze Vertrauen gibt und der uns auch immer genau einstellt. Wir wissen genau, was wir machen sollen und wir wissen auch genau, was wir brauchen. Und deshalb versuchen wir einfach, jeden Ball direkt ins Tor zu schießen und wir versuchen, möglichst viel Torgefahr auszustrahlen. Und das gelingt uns momentan ganz gut und ich hoffe auch, dass es so weitergeht. Dans chaque action, d'essayer d'apporter beaucoup de danger. Et pour l'instant, ça nous réussit, donc j'espère qu'on va continuer comme ça. Schon am Sonntag spielt die Eintracht gegen Wolfsburg. Trainer Adi Hütter würde also gerne rotieren gegen Marseille. Doch das ist in diesem Fall gar nicht so einfach, denn viele Spieler fallen aus. David Abraham ist verletzt, Alan Sousa ist verletzt, Chico Geraldes ist nun erkrankt, Marc Stendera ist gesperrt. Viele Möglichkeiten hat der Trainer also nicht. Er lässt zum Beispiel aber offen, ob Frederic Renault im Tor eine Chance bekommt oder ob Kevin Trapp beginnen wird. In einem der beiden letzten Europa-League-Spiele soll der Däne auf jeden Fall eingesetzt werden.